Jo meine Freunde, mein Name ist Vivat Behör vom Professional Board and Online Gaming und wir laufen gerade über eine Brücke in meiner weiteren Let's Play Folge zu meiner Serie zu Tom Clancy's The Division auf dem Weg zum nächsten Kampf. Den JTF-Nachschub, wir müssen den Bereich von Gegnern säubern und Befreundete schützen. Das mache ich doch gern. Als erstes sprengen wir mal dieses Fass hier. Okay, es lässt sich nicht... Also grundsätzlich Benzinfässer, meine Freunde, lassen sich angeblich nicht mehr sprengen. Eieieiei. Ah, dafür spreng ich euch alle mit einem Satz hier. Ich verabscheue mich. Eieieiei. Raus aus der Granatendistanz. Hier ist noch einer. Ich meine, die schießen mich da ja gleich direkt. Haben Sie überhaupt gesehen? Ich bin auf der Brücke gewesen und die haben auf mich geschossen. Unvorstellbar. Aber wir müssen den Beamten retten. Eigentlich bin ich ja nicht so der Typ, der Beamten rettet. Nein. Die sind aber auch mutig und da muss ich wieder raus hier. Ich meine, ich schaue auch aus wie Beamter. So, wo ist mein Beamter? So, da ist der Beamte. Wir scannen mal die Gegend ab. Wo kommen mehr? Ah, von dieser Richtung. Dann werde ich sie gleich mal begrüßen. Mit einer Haftgranate. Oh, die hat ordentlich gegriffen, würde ich meinen. Oh, er klettert drüber, er klettert drauf. What the hell? Das wollte keiner. Ah, lade du mal nach da drüben. Ich mach das auch gleich. Auch mit dieser Waffe. So. Du noch? Headshot. So, da kommen noch weitere Feinde. Von wo? Ah, da aus der Hütte. Ja, gut, der präsentiert sich ja gleich recht billig. Oh, die kommen mit Pumpguns. Das war knapp. Deckung, ich brauche Deckung und ein Medikit. Von wo? Wieso? Von hinten. Alter! Too much information. Ja, die Sau jagt dich hoch. Also die Missionen werden mit zunehmendem... Wow! Der Sniper hier! Alter, stör mich nicht! So. Jetzt habe ich kein Medipack mehr. War's das? Ich meine, hier gibt es jetzt Loot. Da vorne gibt es Loot. Konnte ich den Beamten nicht retten? Oder was? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich vermute, dass das wirklich so war, oder? Konnte ich jetzt allen Ernstes den Beamten nicht retten. Bist du der Beamte? Ich hoffe nicht. Hier gibt es noch ein Medipack zu holen für mich. Alter.
da war das jetzt C, oder? Ach komm. Also ich habe jetzt zumindest, ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen? Ich habe jetzt zumindest nichts gesehen vom Sieht aus, als wären Trigger Mikes Freunde noch da draußen. Abschluss des Kampfes. Nein, aus. Lass das. Wir gehen später gar nicht. Aber gut. Wir gehen einfach zur nächsten Nebenmission, 160 Meter entfernt. Leute, die uns die letzten abgeworfenen Vorräte gönnen uns das wollen. Teil hier. Können Sie denen zur Hand gehen? Was ist mit dir? Komm. Ach, mach mich nicht blöd an. Ich bin gerade angepisst. Spricht mich hier unkontrolliert von links an. Das gefällt mir gar nicht. Bin gerade deprimiert. Oh, hier leuchtet was Rotes. Ach, sind nur die Bremslichter. Nachschublieferung, Kips Bay. So. Okay. Da freuen wir uns natürlich. Und wir müssen den Nachschub dann auch gleich direkt verteidigen. Wieso zieht er mir das... Wieso zieht er mir... Wieso schießt diese Scheiße nach hinten? Und wieso sind diese Kampfzeugsachen so stressig? Und wieso bin ich so weak? Wieso liegen da keine Medikits rum? Oh, da habe ich eins. Wieso muss ich, Alter, da rumrennen wie ein Gestörter? Mann, Mann, Mann. Meine Vorräte nehmen Schaden. Sterbt, ihr Plünderer! Oh, weiter. Ich muss weiter zu den nächsten Vorräten. Kommen die wieder da raus? Ja, natürlich. Ja, bringt mich um, sagt er. Oh, das war's schon. Wie man seinen Standpunkt durchsetzt. Ah, schön. Und da kommen, die Agenten, ne? Da kommen die Agenten. Jetzt, weil es vorbei ist. Ach, laber nicht, Mann. Laber nicht. Was laberst du? Okay, wir werden auch einen Kampf. Oh, das ist schon im nächsten. Im nächsten. Wir sind am Funkmast. Bezirk. Aber das sind Rikers. Ja, dann nehmen wir gleich diesen, nehmen wir okay, jetzt hier. Agent, hören Sie mir zu. Das ist wichtig. Na sprich, Tante, rede mit mir. Hören Sie zu, es ist wichtig und hört auf zu reden. Ich meine, böse sein, aber das grenzt ja an Verarschung hier. Hören Sie zu, es ist wichtig. Ich höre. Ach, ich sag jetzt nichts mehr. Okay, dann nicht. Gut, die Medikamentenlieferung finden und zur Bergung markieren. So, die beiden Jungs waren jetzt weniger stressig. Auch hier. Oh, von hinten. Na komm, Karl. Ja, genau, schön aufs Dach, das ist gut. Oh, ich muss nachladen. Oh, ich habe auch ein leichtes Munitionsproblem gleich mal, glaube ich. Hier läutet ein Telefon. Ich heb mal ab. Hallo? Wann ich nach Manhattan kam? Und wir drücken es wieder weg. In den ersten Tagen. So, wo ist die Medikamentenlagerung? Ah, hier. Und zur Bergung markieren. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt von... Okay, doch keiner Richtung kommen. Ist das... Ja, das müssen wir jetzt verteidigen, habe ich mir gedacht. Gut, dann nicht. Aber auch kein Problem. Wir gehen weiter zum Teil 2 der Beschaffung. Und haben noch 70 Meter drin. Das ist eigentlich machbar.
bin ja aktuell wirklich massivst drum bemüht. Sind hier Gegner? Ja, ja, die haben wir gut erwischt. Die haben wir gut erwischt. Das ging zackig. Aber ich glaube, das waren nicht die einzigen. Oder doch? Hier gibt es auf jeden Fall. Was gibt's hier? Oh, Stoff. Cool. Hier gibt's Stoff. Und hier gibt's auch Stoff. Stoff ist immer gut. Gib mir den Stoff, Baby. So, und wo ist jetzt die Mag... Ah, das ist nochmal Stoff. Und wo ist jetzt die nächste Markierung hier? Die Medikamentenlieferung suchen. Oh, come on. Wo wird sie sein, die Medikamentenlieferung? Alter. So, jetzt bin ich schon aus dem Gebiet raus wieder. Ah. Ach so, nee. Ich habe gedacht, die Lupe zeigt mir die Stelle an. Aber nein. Gut. Wie sieht's hier drin aus? Gibt's hier eine Medikamentenlieferung? Hallo. Guten Tag erstmal. Gibt's irgendwo eine Medikamentenlieferung? Ah, hier. Oh, und somit haben wir auch den Teil 2 abgeschlossen, der uns gleich direkt zu Teil 3 bringt oder so. Ja, hier. Und ich würde sagen, nachdem das ja quasi ums Eck ist, gehen wir dann dort klassisch mal hin. Ich habe zwar kaum mehr Munition. Okay, mein MP, oh, auch nicht mehr sehr viel. Aber dafür habe ich dreimal Erste-Hilfe-Sets am Start. Ich hoffe, das reicht. Hier sind schon die ersten Gegner. Ist das einer? Sind das mehrere? Gucken wir mal. Der wird auch nicht angezeigt. Fällt euch da was auf? Wie, ich bin dran. Und wieso bist du violett? Medipack, Medipack, Medipack. Sind die alle violett? Ja, tatsächlich. Oh, ich muss in Deckung gehen. Und ich muss mich heilen. I need some heal. Okay. Wo ist der andere Typ? Bin ich im Radius? Nee. Wieso treffe ich ihn nicht? Ich habe nur 130 Patronen. Ha. So. Jetzt wird es dann schön langsam knapp. Also ich würde meinen, so auch hier wieder. Wo ist die Kiste? Die Kiste sieht doch gut aus, oder? Ja, die nehmen wir. Ich bin beeindruckt, Agent. Gut gemacht. Und das war's. Das war's jetzt wirklich. Kein Loot. Okay, 60.000 EP ist gut. Aber kein Loot. Irgendwas Dickes, Brauchbares, Munitionskiste und dergleichen. Gar nichts. Puh, da bin ich jetzt fast wenig enttäuscht. Wenn auch ihr enttäuscht seid, meine Freunde, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, meine Lieben. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Euer, oh, ein bedürftiger Zivilist. Moment. Das bedeutet mir so viel. Euer Viva.